So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hitman 3. Beim letzten Mal haben wir den Knight besiegt und wir machen ja heute erstmal den Zorn. Ich wollte eigentlich noch das Level ein bisschen angucken und so, aber dann waren so viele so, nein, mach nicht ohne Folge angucken, bitte. Ich will ja allgemein noch, es gibt ja in vielen Leveln noch Story-Missionen. Hier habe ich scheinbar alle gemacht, im ersten Level. Aber ich weiß, in ein paar Leveln habe ich noch, wenn ich in die Missionen reingehe, hier unter Story-Sachen, irgendwelche auch noch nicht gemacht. Lieber hierbei muss ich die Story-Möglichkeiten noch machen, weil hier habe ich die noch nicht gemacht. Genau, hier haben wir noch Ziel im Blick und die Besichtigung und Überfluss. Hier meinten super viele, yo, bitte spiel das Level und töte niemanden, sondern mach einfach nur die Tour und guck zu. Oder so. Und das machen wir. Das machen wir noch, aber nicht jetzt. Okay, also die beiden Level haben wir noch Bonus-Content sogar, wo wir Story-Missionen machen. Ach, hier unten steht ja sogar 2 von 3, eine von 3. Genau, und Ambrose Island wollte ich mir auch nochmal angucken, was ja als Update kam, wo es ja auch noch sehr viele Attentate und alles gibt. Genau, ich erinnere mich. Bevor wir heute mit der letzten Todsünde anfangen, würde ich sehr gerne nochmal kurz in Mendoza euch zeigen, wie weit ich bei dem Knight-Ding bin. Indem ich nochmal kurz anfange und euch zeige, was ich jetzt alles gelernt habe. Ich habe ja gestern noch 40 Minuten gespielt. Ich habe so ein paar Geheimgänge geöffnet. Ich habe verschiedene Routen gefunden. Meine Route ist noch nicht fertig. Ich muss nochmal gucken, auf jeden Fall. Weil, so, der Plan war, dass ich die Sniper da reinpacke, falls ich es schaffe, bevor ich entdeckt werde. Ja, sollte gut sein, genau. Und hier mit dem Koffer hier rüber gehe. Ich bin dann erst durch den Tunnel ihm hinterhergelaufen immer, aber ich habe gelernt, dass man hier drüber klettern kann. Genau. Ich kann euch ja selber schon mal den Anfang zeigen und dann muss ich halt noch bis zum nächsten Mal, bis ich irgendwann mal das richtig machen will, die Route besser lernen. Dann ist mal hier drin. Da hinten hat ein Typ eine Batterie, die kann ich mitnehmen, weil ich ja einen Elektrokill und noch irgendwas Zweites brauche. Strom, Explosion, Elektro und Scharfschützengewehr. Genau, Scharfschützengewehr haben wir dabei. Und ich habe auch überlegt, ob ich dem da oben seine Sniper wegnehme, weil wenn ich die aufhebe, dann geht er zu Fuß zu den Zielen und das braucht länger. Also theoretisch Batterie da holen und die Sniper kurz einmal aufheben, damit er auch zu Fuß unterwegs ist und nicht mit der Sniper die Ziele abschießt. Weil es wird, glaube ich, sonst ein bisschen anstrengend, wenn er mir einfach alles wegsnipet vom Zeitdruck. Ja, auf jeden Fall hier unten war eine Hütte. Und hier drin ist alles. Hier ist eine Brechstange, hier ist ein Schraubendreher, hier ist eine Machete, hier ist ein Bootsschlüssel, hier ist ein Schlüssel für die Villa und Propangas. Ach so, ja, die Sniper habe ich eigentlich nicht im Koffer. Genau, das war die neue Idee. Weil ich dann hier die Propangasflasche mitnehmen kann, während ich die Sniper auf dem Rücken habe. Die Sniper auf dem Rücken zu haben, ist überhaupt nicht schlimm, weil mich eh jeder erkennt. Also, ne, bin ja eigentlich hier offen am Rumrennen. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass die so schnell umdrehen, die Dudes, aber wir sind irgendwie an denen vorbeigegangen. Die da hinten sind bestimmt blind genug. Genau, und dann kann man hier reingehen. Entweder halt mit der Brechstange oder man kann einfach das Tor öffnen mit dem Schlüssel jetzt, den wir geholt haben. Und dann ist man hier auf dem Grundstück. Hier sind zwei der Ziele, die man ausschalten muss. Und die laufen hier in dem Gebäude rum. Und das habe ich in 40 Minuten gelernt. So weit bin ich. Ich weiß, dass hier super viele solche Wasserdinger und Laternen sind. Also so hier kann ich auch den Stromschlag verursachen. Hier kommen gleich 100 Leute aus der Tür. Die haben mich schon mal erwischt. Ja, genau. Und ich weiß, dass mein Ziel früher oder später hier in das Ding reinläuft. Also sobald der Wachmann weggeht, kann ich mal gucken, dass ich das da hacke und dann hier das Wasser andrehe. Und hacke. Mit dem Schraubendreher aufdrehe. Und dann das mache. Ja, aber ich weiß noch nicht, wie ich eine Explosion hier drin machen soll, wenn ich jetzt nicht den Propangas mitnehme. Aber gibt's bestimmt auch. Ja, aber deswegen meinte ich, ich muss mir das Level noch ein bisschen angucken. Damit ich das alles lerne. So. Und das kann ich anmachen. Ich weiß halt nicht, ob noch jemand da langläuft. Aber da kommt er. So, der stirbt jetzt garantiert an einem Stromschlag. Für ihn habe ich halt. Das ist die Frau, die ich mit Explosion töten muss. Ablenkung wird untersucht. Läuft er da trotzdem einfach rein? Ja. Okay, guck mal.
Den habe ich tatsächlich schon dann dadurch. Ist nicht besser. Ja, wir haben halt den Schlüssel. Das ist halt richtig angenehm, dass wir alle Türen und so hier öffnen können. Und er ist jetzt in seiner Sniper-Position. Aber wie spreng ich sie? Der steht halt da oben, da hinten, der blaue Punkt. Gehen Sie nicht da raus! Er will Sie abschießen! Okay. Ja, aber so weit bin ich. Und den Sniper-Kill am Ende muss ich halt auch noch irgendwie unentdeckt machen. Aber eigentlich so fast fertig mit der Planung. Ich muss nur noch ein bisschen mich in dem Level umgucken. Aber diese ganze Story-Sachen und so, die machen wir auf jeden Fall noch in Zukunft. Also da keine Sorge. Und ja, wir machen jetzt aber erstmal hier 7 Todsünden. Die letzte. Die Zorn-Terminierung. Scheinbar auf die, ist es das letzte Level auch wieder im Spiel. Bei jeder der Todsünden in einem der Level habe ich nicht drauf geachtet. Ja. Jeder der Todsünden war in einem der Level. Okay, also sind wir natürlich auch im letzten Level. Beschützen Sie 47 physischen Körper vor Wellen von Gegnern. So ein Survival-Wellenmodus? Was ist das denn für ein Quatsch? Gegner bieten keine Verkleidung und lassen keine Feuerwaffen fallen, wenn sie eliminiert oder ruhig gestellt werden. Die Nicht-Ziel-Kills wirken sich nicht auf die Wertung aus. Behalten Sie Ihr anfängliches Outfit, starten Sie mit begrenzter Ausrüstung. Okay, einfach ballern. Der Amok-Modus. Ja, jawohl. Okay. Wir müssen einfach alle aufhalten, zu unserem Körper zu gelangen. Huch, wo bin ich? Einfach alles aufheben. Mit rostigem Nagel öffnen. Achso, ja, hier sind Waffen drin und sowas, aber ich bräuchte erstmal einen Nagel. Die Kiste kann ich aufbrechen mit einer Brechstange. Ach, wir sind in der Villa. Okay, also sind wir nicht im letzten Level. Da kann ich Propangas, da kann ich ein paar in die Luft sprengen. Da ist ein Kampfmesser. Jottes Will, hier ist ja Zeug ohne Ende zum Aufheben. Was ist das? Einschalten Radiowecker. Okay, nee, brauche ich nicht. Wie die Fenster sogar verbarrikadiert sind und hier Generatoren und alles sind. Da kann ich Leute hinlocken und dann in die Luft sprengen. Da habe ich einen Schurken. Ich weiß ja nicht mal, wie das hier abgeht. Und diese soll einfach alles in die Luft sprengen. Okay, das ist der Raum, den ich verteidigen muss dann, ne? Genau. Achso, ich kann mit einem Schraubendreher, glaube ich, in das Fass so ein Ölleck machen. Ne? Ja, genau. Und wenn ich jetzt dann Strom anmache, dann explodiert das. Oh mein Gott. Was ist das denn für ein Amok-Level? Was gibt's hier draußen noch irgendwas? Tatsächlich eine Schere. Irgendwelche Schusswaffen? Habe ich jetzt keine gefunden, aber in 16 Sekunden geht's schon los. War das Vorbereitung abschließen? Ja. Beschützen Sie den physischen Körper? Sind die ganz da hinten am Ende der Welt? Ah, die sprinten. Ja, kommen ein paar Dudes. Was ist, wenn ich den von hier aus abwerfe? Kann ich nicht. Muss ich einfach nur warten, bis die jetzt hier hochkommen? Wo ist das Problem bei der Mission? Darf ich gesehen werden? Ich kann es theoretisch als Silent Assassin schaffen, wenn ich es richtig sehe. Inhibitoren haben nützliche Gegenstände dabei. Achso. Ich komme über die Terrasse. Also meine einzige Aufgabe ist die roten Dudes auszuschalten. Ja. Okay, und ich habe hier überall Fallen. Ich spiele einfach Kevin allein zu Hause. Gibt es andere Wege hoch, außer das hier? Nicht, oder? So, die laufen jetzt alle die Treppe hoch. Okay, aber da müsste ich drauf schießen, damit ich die tot bekomme. Ja. Hey, that ain't funny.
Okay, da kommen einfach dann 100 gleichzeitig, wenn ich die hochkommen lasse. Ich verstehe das Problem. Okay. Wurde mir ja gar nicht erklärt, was hier passiert. Ein cooles Outfit haben wir an, ne? Okay, ich bereite mal nochmal alles vor und dann gucke ich mir mal das restliche Haus noch an, wenn ich so viel Zeit habe. Ah, guck mal, hier unten sind auch überall Fallen. Ja, dachte ich mir schon. Ich mache einfach alles an, was es gibt. Ich meine, die ganzen Wachen werden halt irgendwo stehen bleiben und irgendwo hinlaufen. Das will ich ja. Ja, und den Schraubendreher und die Zange habe ich einfach nur, um überall die Fallen zu aktivieren. So, die sind unter mir. Okay, aber wenn ich so einen abwerfe, das wird gesehen. Ja gut, aber Seilen ersessen will ich hier gerade nicht machen. Obwohl es bei den ganzen Fallen wahrscheinlich lustig wäre. Ja, Sekunde, ich muss hier noch Geräte einschalten überall im Haus. Muss mehr Lärm machen. Ah, guck mal, hier unten sind auch noch Sicherungen und sowas. Oh, ein Katana. Eine Autobatterie. Da kann ich das Kabel unter Strom setzen, wenn hier einer langkommt. Ne, die gehen irgendwie alle vorne lang. Und sammeln sich da bei dem Kanister. Okay, versuchen wir sie mal damit in die Luft zu sprengen. Habe ich den überhaupt aufgedreht? Ich glaube nicht. Jupp. Ich habe das Einzige, was ich brauche, nicht aktiviert. Die sind schon oben, ne? Ja. Ablenkung wird untersucht. Ist schön. Gehen wir erstmal auf den, der bei uns in der Nähe ist. Nice. Dankeschön. Okay, ich habe die Inhibitoren vernichtet, aber die anderen laufen trotzdem hier rum, ne? Ja. Nein. Ich möchte keinen Kampf beginnen, dankeschön. Was ist, wenn die Leichen sehen? Kann ich die Leichen als Ablenkung nutzen? Maybe. Körper wurde gefunden. Ah, pretty. Sind aber nur sehr suspekt, wenn Leichen rumliegen. Ja, verständlich. Für die zweite Welle bereit machen. Oh mein Gott, ich hasse diese Eskalation. Ich will nicht... Das ist so viel Druck. Oh mein Gott, ich hätte mich fast selber gesprengt. Oder ist der an oder ist der aus? Der ist aus, okay. So, dann drehen wir das jetzt auf. Dann haben wir hier eine Bombe an der Treppe. Was hieß, der hat was Nützliches dabei. Einen rostigen Nagel. Ah, dann kann ich oben das öffnen. Irgendwie 100 Fallen aufgemacht und die sind einfach straight nach oben gelaufen alle, ne? Haben einfach ignoriert mein schönes Fallenhaus. Bär und Messer. Hier ist irgendeine Mine drin. Ah, Klavierseite und Annäherungssprengsatz. Den Sprengsatz, den können wir... Wie platziert man Sachen nochmal? Feststelltaste Objektplatzierung. Ah. Genau. Zack. So. Wenn jemand zu mir in den Raum will, der wird gesprengt. Ich glaube, ich habe irgendwie noch am Leben gelassen da in dem Stockwerk. Ja. Hallo du. Komm mal mit. Kann ich dir... Oh mein Gott, meine Knarren werden wirklich wieder grün, wenn ich alle umbringe. Also ich habe nicht mal was falsch gemacht bisher. So, du kommst da in den Schrank. Die beiden stehen bei einer Bombe. Aber jetzt gehen sie wahrscheinlich schon weiter. So, sobald die zwei Roten hier in den Gang kommen, dann... Okay, sind schon genug. Gehe ich mal kurz hier rüber. Irgendwo haben wir einen Kronleuchter hier bei uns. Oh, hat nicht getroffen. Die Explosionen sind kleiner als gedacht. Okay, also solange ich alle töte, ist egal? Ja. Boah, sind es viele. Aber alles nur umbringen ist dann doch chillig. Die kann man nicht werfen. Ich muss irgendwas werfen. Perfekt. So, der kriegt ein Messer ab. Du da hinten. Okay, die gucken gerade zu sehr her. Nein. Okay, die kommen her. Achtung.
Okay, okay, wir müssen die schnell ausschalten. Zack. Zack. Keiner weiß, dass wir da sind. Ist einer schon zu meinem Körper hoch? Nein. Ich esse gar nichts. Zack. Oh, ich werde so tot sein. Ja. Okay, okay, okay. Aber das ist ja Ult. Ach, warte. Moment, das wird ja so einfach. Ich darf die einfach umbringen, während die getrennt sind und so. Ich muss nicht mal Fallen stellen. Ich steche die einfach alle ab. So. Die sind bald da. Okay. Ich nehme mit, was ich sammeln kann. Ich will aber eigentlich nur die Machete. Ah, hier ist noch ein Schneidermesser. Sehr schön. Hier können wir auch die Welle starten. Hier kann man auch eine Bombe aktivieren. Also, die Fallen hat man ja tausende auch. Genau, hier kommen die ja zum ersten Mal an. Warum steht der da? Okay, das ging komplett falsch. Los. Aber egal. Sind sehr verwirrt. Command, I have nothing to report from my current location. Nothing to report. Zack. Eins. Zack. Zack. Alles wieder chill. Da sind zwei. Drei. Hallo, Detlef. Die merken halt nichts eigentlich, wenn man hinter denen arbeitet. Ich kann selbst hinter ihm her sprinten einfach. Stopp! So, und den muss ich auch noch ausschalten und dann geht's weiter. Was hast du dabei? Ein rostiger Nagel, genau. Ja, König brechen. Zack. Oh, da hat sich irgendein Geheimgang geöffnet. In irgendeiner Bibliothek. Ja, schick einfach los. Zack. Komm schon. Was hatte der denn dabei? Eine Brechstange, damit ich die Holzkiste öffnen kann. Eine Axt? Ja. Okay, die Gegner spawnen. Kann ich irgendwie zu denen raus? Ja. Ich gehe wieder rein. Gefällt mir nicht, dass ich da so ewig außen lang klettern muss. So, einfach erstmal eine Axt für den. Dann Messer für den. Und Schlitzermesser haben wir noch. Hier ist deine Six. So. Die Gang haben wir auch ausgeschaltet. Da ist nochmal eine Brechstange. Eine zweite. Das nehmen wir alles mit. Wo sind die jetzt die anderen? Einer ist schon im Haus. Okay. Am Eingang noch. Komme ich irgendwo hinter dem raus? Ja. Huch, dein Kollege ist umgefallen. Ups. Körper wurde gefunden. Ups. Körper wurde gefunden. Achso, in der Haupthalle. Ja, ja, passiert. Manchmal fallen die halt einfach um. So, da war eine Ablenkung von mir. Staubsauger kann ich auch noch anmachen. Hat der eine gut gehört? Einer ist schon oben. Zwei. Hey du. Bitte nicht hochgehen, danke. Körper wurde gefunden? Leiche wurde gefunden. Boah, einfach durch eine Wand. Was ist das für eine Mission? Ich muss einfach nur Sachen abwerfen. So, dann erwürgen wir den kurz. Weißt du, ihr wolltet schon immer eine Amok-Folge und das ist einfach die Amok-Folge. Shuriken? Oh, geil. Das ist einfach echt die Amok-Folge. So spielen manche Leute von euch Hitman. Okay, die Tür muss ich mit einem Nagel öffnen. Ich hoffe, da ist eine Schrotflinte drin. Oh mein Gott. Wenn ich die aufkriege, die Schrotflinte, dann ist ja geschenkt alles. Ist ja mein Leben einfach geschafft.
Schrotflinte einfach. Und hier ist auch so ein Degen. Oh, hier gibt es so viele Sachen. Ich habe bestimmt noch irgendeinen Inhibitor nicht gelootet. Okay, also mit zwei Nägeln kann ich richtig guten Loot bekommen. Aber sobald ich einen Nagel finde, dann wissen wir Bescheid, wie sofort die Leichen gefunden werden. Komisch! Fast jetzt würde ich die einfach alle rumliegen lassen, weil es eh egal ist. Ey, oh! Schon hat er ein Messer im Kopf. Wieso auch einfach nur Suche ist, wenn ich denen so ein Ding ins Gesicht werfe? So. Da gehen wir weg. Dann schnell alles wieder aufheben. So, habe ich alles? Ja. Noch ist keiner drin. In der Hütte. Die da gegenüber kommen echt schnell rein. Ah, da kommt einer reingelaufen. Vorsichtig. Ah, der bleibt in Deckung. Okay. Gehe ich auch erstmal in Deckung. Ablenkung wird untersucht. Ja, da habe ich auch ein paar aktiviert. So, wir gehen mal hinter die und werfen einfach die hintersten Personen immer ab. So. Mein Kollege wurde abgeworfen. Ich wurde abgeworfen. Da ist der Nagel. Beginne Kampf. Oh, die haben mich echt gesehen. Dann muss ich mich kurz nochmal verteidigen. Oh mein Gott, ich habe einfach daneben geworfen. So, den haben wir. Und noch ein Messer habe ich. Zack. Okay. Die haben wir. Die anderen chillen. Gib mir meinen Schuriken wieder. Ich hol mir die Shotgun. Shotgun ist das Wichtigste, was ich brauche im Leben. Öffne. Gewehr. Wehe, dir nur einen Schuss. Oh mein Gott, geh halt in Zeitlupe auf. 10 Schuss. Oh. It's Hitman time. Nice, nice, nice. Hallo, ich habe nur meine Wallhacks, die ich jederzeit aktivieren kann. Die Tür würde ich nicht öffnen an deiner Stelle. Zack, zack. Zack. Ah. Oh, das war aber Stufe 1 erst. Das wird ja ewig lang gehen. Stufe 1 ging mir schon gefühlt zu lange. Einfach Amoklauf hier. Und die Herausforderung hier will ich gar nicht erst machen. Bin schon jetzt angewidert, irgendwas Herausforderndes hier machen zu müssen bei 100 Gegnern. Wahrscheinlich alle ungesehen zu erledigen, die jemals nicht mal überhaupt gesehen werden oder so. Mission verlassen. Das war ein schöner Zorn. Zornterminierung. Die Macht der Raserei. Ja, 4000 Erfahrung. Erledigt. 5 Sterne, natürlich. Wie sonst. Lautloser Killer. Ich habe mich noch nie so leise gefühlt beim Spielen, ja. Sprengsatz, das Gebrüll. Ach, das ist eine Granate, der Bär. Und ein Sturmgewehr, die Schaschka-Bestie. Und der Temperamentanzug. So, was ist Stufe 2? Exakt dasselbe. Was sind die Herausforderungen? Meistern Sie alle Stufen. Schließen Sie Stufe 2 ab, bevor Inhibitoren die obere Etage erreichen. Schließen Sie Stufe 3 ab, bevor jemand die obere Etage erreicht. Oh mein Gott, es gibt keine Aufgaben hier. Ja, let's go, Stufe 2. Also, klar, die dürfen nur nicht nach oben kommen, die Leute. Muss ich halt ein bisschen Amok laufen, aber... Yo! Das ist einfach die Killfolge. Noch nie lebendiger. Sie sind wahrscheinlich jedes Mal immer besser bewaffnet auch. Aber vielleicht ich auch. Nee, schlechter sogar. Autobatterie kriege ich... Nagbeil? Immerhin. Ja,
Schraubendreher und Schraubenschlüssel muss ich mir jetzt erarbeiten. Warte, da ist eine fucking Pistole drin. Die ist einfach besser als eine Schrotflinte für mich. Kommt drauf an, wie viel Schuss die hat. 5. Okay. Leider nicht so viel. Hätte ich mir den Nagel vielleicht doch sparen sollen. Weil sobald ich 2 Nägel habe, kann ich ja wieder das Fach unten mit der Schroti öffnen. Ja, ich mache erstmal alles einfach, was Geräusche macht, an und das reicht mir dann schon. Einfach damit die ganzen Wachen hier so ein bisschen abgelenkt sind, wenn sie hier reinlaufen durchs Haus. 3 Infiltratoren kommen. Hier gibt es noch nicht so viele Waffen, muss ich sagen. Und ich weiß auch nicht, ob die jetzt schneller werden oder sowas. Aber hoffen wir mal aufs Beste. Da hinten kommen welche. Hier sind welche und am Eingang sind welche. Okay. Dann kümmern wir uns erstmal um die hier. Ja, guck mal, jetzt sind sogar 4 Stück jedes hier als Gang unterwegs. Okay. 1, 2, 3, 4. Ja, mit den Schrotflinten sind sie schon echt gefährlich. Sieht aus, als würden die nächsten einfach durch die Haupttür da reinkommen. Jojo. Der hört was. Ja, die laufen echt wie so Bodyguards mit, die Dudes. Wir gehen in den Kampf. Okay. Da ist noch einer. Und... oh mein Gott, da kam noch einer zu viel. Okay, ich heb mir den Nagel auf. Nice. Schöne Kombo. Droppt der auch wieder was? Ja. Muss ich mitnehmen. Genau. So, die laufen schon hoch. Die schnappen wir uns. 1, 2, 3. So, die laufen weiter. Ich löse das mal. Vielleicht klappt's ja. Einer hat sich auf jeden Fall erschrocken. Werfen. Zack. Einfach durch den Stockwerk durchgeworfen. Und die haben mich trotzdem gesehen. Warum ist hier oben einer? Wo kommt der denn her? Ein explosiver Bär ist nicht explodiert. Ah, das ist nur eine Blendgranate? Was ist das denn für ein Müll? Oh, der eine hat einen Schuriken gedroppt. Beginne Kampf. Oh mein Gott. In 20 Sekunden kommt schon die nächste und ich kämpfe hier noch mit einem. Ich bin nicht gut unterwegs, auf jeden Fall. Zack. Bitteschön. Du da, schlaf mal. Ich habe nichts mehr. Wo sind meine ganzen Waffen? Da. Zack, du schlaf auch mal. Habe ich überhaupt einen Nagel oder sowas bekommen? Ein Brecheisen habe ich bekommen. Brechstange. 5 Wellen kommen jetzt. 5 Dudes. Okay. Das nehmen wir alles mit. Da ist ein Messer am Eingang. Das nehmen wir auch mit. So. Und dann gehen wir kurz mal wieder in unsere Waffenkammer, bis die alle da sind. Schauen wir mal, was wir hier so alles rauskriegen. Zack, rostiger Nagel. Sniper, Schrotflinte. Dann nehmen wir erstmal die Schrot. Für die Welle. Nächste Welle können wir uns die Sniper hier noch gönnen. Das Messer nehmen wir auch mit. Staff Door. Okay. Sobald man die Schusswaffen hat, geht's halt einfach. Ich muss nur ein bisschen aufpassen, nicht umgeschossen zu werden. Warum rennt er jetzt weg? Ist er doof? Danke. Der ist orange, heißt er ist im Kampf. Nice. Endlich die Shooter spielen. Zack. Da spare ich mir den Schuss. Zack.
Raus hier. Ich sehe ihn. Nice. So, jetzt müssen wir chillen. Muni einfach schon leer, ne? Crazy. Die zwei suchen unten. Die hier wirken noch nicht, als würden sie... Doch, die suchen. Zack. Ein Säbel. Zwei Säbel. Drei. In den Kampf. So, da habe ich mein Messer wieder. Komm in! Da ist noch einer down. Zack. Ich glaube, alle außer dem einen Dude sind jetzt tot. Und wenn ich den betäube, dann kann ich mir ein bisschen Zeit lassen noch. Dann habe ich nicht so Stress mit der nächsten Welle. Perfekt. Hat auch seinen Nagel gedroppt. Das ist aber die Geheimtechnik. Jetzt erstmal meinen ganzen Loot wieder aufheben. Muss mich ja gleich wieder wehren können. Ah, das Einhorn von dem Horn hier kann ich mitnehmen. Abbrechen. Nehmen. Let's go. Jetzt könnte ich auch noch ein Hörnchen werfen. Ah, die machen Schaden, ne? Das hat echt alles richtig wehgetan, wie die mich abgeschossen haben. Körper wurde gefunden? Warte, wo? Wer? Da oben läuft einer. Hallo. So. War gerade schon so irritiert. Da ist noch mein Hackbeil. So. Jetzt haben wir wieder meine Waffen dabei. Genug zum Werfen. Und jetzt holen wir uns die Sniper. Öffnen. Rostiger Nagel. Also wenn man den Raum nicht findet. Haben wir es auf jeden Fall schwerer. Was ist in der Box? Ich meine, wir haben drei Brechstangen. Sicherungen. Was machen Sicherungen? Ich habe die noch nie benutzt. 12 Schuss Sniper. Schön. Ich weiß noch nicht, was es bringt, die Sicherung hier auszumachen, aber mache ich einfach mal. Zack. Einmal das Genick brechen. Fertig. Hier kann ich eine Sicherung einsetzen. Dafür sammle ich die scheinbar. Ja. Sorry, Frau, du darfst reden. Oh, wir können die Pistole oben noch holen. Lohnt es sich, das jetzt kurz noch da hoch zu sprinten? Ja, jetzt sind wir dabei. Ich habe keinen Dietrich mehr. Oh. Ich hätte gedacht, ich habe noch einen. Aber ich kann die Kiste hier öffnen. Was ist da drin? Wahrscheinlich wieder Sicherungen. Ja. Fucking Sicherungen. Jetzt würde ich die Fallen hier überhaupt benutzen wollen. Ja, mit einer Sniper die abzuschießen ist ein bisschen schwerer als mit der Schrot, würde ich sogar sagen. Aber die bleiben ja immer schön überall stehen. Körper wurde gefunden. Oh nein. Ja gut, meine Schüsse sollte ich halt nicht verfehlen im besten Fall, ne? Und nachladen muss ich, weil es dauert ein bisschen. Genau. So, wir haben wieder 6 Schuss. Der ist nah genug, dass er einfach eine Machete abbekommt. Ist nice. Zack, der hat ein Messer drin. Zack, der hat einen Hackbeil drin. Ich gönne mir den Loot. Hier wieder meine Waffen und Munition, dankeschön. Wo sind sie alle? Schon einer oben? Ja. So, zweimal angeschossen. Aber ich muss aufpassen, dass hier keiner hochgeht. So, du da. Dann die da messern? Nice. Hackbeil. Okay, die wissen, wo ich bin. Ich laufe. Sniper. Eins. Okay, den habe ich nicht getroffen. Kurz in Deckung gehen. Oh mein Gott, ich bin so tot. Okay.
Ich bin leider in eine tödliche Situation geraten. Sind nur drei vor mir mit Schrotflinten. Kurz warten, bis ich wieder lebe. Zack. Eins. Das ist nur eine Blendgranate. Sniper nachladen. Die wollen mir nur Angst machen. Eins. Zwei. So. Die wollen mir nur Angst machen. Alles in Ordnung. Ich habe gerade meine ganze Munition leider weggeworfen. Ich habe noch das Einhorn. Gut, dass ich überlebt habe. Hilfe. Ach, guck mal, hier ist der Raum, der aufgegangen ist. Was gibt's hier? Eine Machete. Und nochmal Kisten. Wahrscheinlich mit Sicherungen drin. Annäherungssprengsätze. Immerhin. So, wo sind die Dudes, die ich ausschalten muss? Da sind zwei Leute unten. Ups, da war einer. Ich habe noch einen Schuss. Und der Dude steht da. Das ist einfach ein Fiebertraum, auf jeden Fall. Ich baller einfach 15 Minuten am Stück irgendwelche Leute nieder. Bin fertig. Mission abgeschlossen. Keiner ist nach oben gekommen. Fertig. Ja, nice. 2000 Erfahrung. Aufgabe abgeschlossen. Müsste ja das sein, dass keiner nach oben gelangt. Wahrscheinlich. 5 Sterne, 14 Minuten, Leute umgebracht. Also lautloser Killer. Hm? Ja genau, bevor sie die oberste Etage erreichen. Und jetzt noch Welle 3. Ballern. Bin ja gespannt, was ich jetzt an Waffen krieg. Ja, guck mal, jetzt sind es so SWAT-Einheiten. Ein bisschen Angst habe ich ja schon. Ah, schauen wir mal, wie wir klarkommen. Okay, schrei mich nicht an. So, ich krieg noch weniger Zeug, oder? Yep, ein Hammer. Die Autobatterie kann man auch werfen. Die Sicherung nehme ich einfach mit aus Prinzip. Gibt es hier Schusswaffen? Nein, ich glaube, ich krieg keine Schusswaffe. Ich glaube, Welle 3 ist aber der Schwierigkeitsgrad. Yo, jetzt mach das nochmal. Aber ohne Schusswaffen. Und hey, alle sind Special Units. Aber ich kann einfach alle betäuben mit Gegenständen und dann Genicke brechen halt. Das funktioniert. Das hat der Hitman gelernt. Ich muss nur genug Gegenstände finden, die klein sind. Was gibt's hier? Ein Bleirohr, ja. So, hier das Radio machen wir an. Dann nehmen wir den Hammer da mit. Hier ist ein Messer, dann am Eingang war ein Messer. Muss ich jetzt hier einfach nehmen, was ich kriegen kann. Es gab hier eine Küche eigentlich, da war ich kein Mal drin. Ja, hier drüben ist der super coole Bereich. Da ist eine... Oh, ein Sturmgewehr diesmal drin. Okay, zwei Nägel und ich kann ein Sturmgewehr holen. Ja, hier ist die Küche, genau. Gibt es in der Küche ein Messer? Also wenn sonst... Wo sonst eigentlich? Ein Fisch. Eine Seife zum Ausrutschen. Ja. Ich glaube, das war's an Equipment. So, da kommen zwei Wachdudes. Oh mein Gott. Mein Kollege wurde gerade K.O. geworfen. Wie konnte das nur passieren? Hallo, Kollege, was ist mit dir passiert? Ah, schade. Jetzt bin ich auch umgefallen. Mal her, das Zeug. So, die bleiben da erstmal liegen. So, gut, zack. 4 Stück. Sind aber auch echt viele direkt unterwegs. So, ich gehe wieder an den Rücken und mache einfach so ein bisschen Peaks, würde ich sagen. Mit dem Messer. Bin ja eine Special Unit. Zack. Zack. Ja, einfach in ihren Rücken reinlaufen funktioniert eigentlich echt gut. Oh mein Gott, die Special Units sind richtig schnell unterwegs. Zack.
Zack, zack. Der ist so verwirrt. Nein, tut mir leid. Hab leider kein Visual. Yo, bist du schnell. Bro, bleib mal stehen. Rennt er mit 800 km/h durch das Haus. Ablenkung wird untersucht. Ja, mach mal. Guckt euch mal die Ablenkung an. Ich muss mich hier um ein paar Leute kümmern. Okay, die machen schon. Go, 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 go. Stürmt das Haus. Nein, nein. Aber eigentlich, wenn sie mich umbringen wollen, ist eigentlich gut, weil sie dann so ein bisschen suchen sind. Der hat das da ausgemacht, dann kriegt er mein Messer dafür ab. Jagd. Ihr wisst gar nicht, wo ich bin. So. Hallo du. Oh mein Gott, ihr seid alle so schnell, ich werfe nur noch auf euch. Der da drüben macht mir Angst, der sieht aus, als wäre er kurz vor dem oberen Stockwerk und wird einfach alleine rübergehen. Ja, ist mir egal. Schau mich nur an. Es ist niemand mehr da. Du bist alleine. So, da haben wir einen Nagel. Sehr schön. Nagel 1 von 2, die ich brauche. So, dann Kuh. Lebt noch irgendwer? Ich glaube, alle anderen habe ich besiegt. In Anführungsstrichen besiegt. Das ist stressig. Kann ich da irgendwie rein sonst? Nee. Okay. Ja, dann Nagel 1. So. Einen zweiten Nagel, Sniper und Sturmgewehr kriege ich. Sturmgewehr müsste richtig easy sein. Sturmgewehr ist der Win. Können auch wieder in die Kiste gucken, aber wahrscheinlich sind da wieder Sicherungen nur drin. Ja. Okay. Aber hier gibt es noch ein Messerchen. Das nehme ich gerne mit. So, wo ist der Typ, den ich K.O. gemacht habe? Ach, da hinten. Stimmt, am Eingang. Ach, es sind sogar zwei Leute, die K.O. sind. Eins. Zwei. Oh, 47. You are a beautiful creature of destruction. You eliminated all the inhibitors, but more on the way. Start preparing. Ich glaube, ich muss nicht preparen. Ich warte einfach hier in dem Gebüsch, weil die spawnen eh immer auf der Seite. Das sind die ersten, die immer ankommen. Und dann schalte ich die vom Gebüsch aus hier aus, wenn ich hinter denen bin. Ich hoffe, das funktioniert. So, schauen wir mal. Als ob, hier sind welche neben mir gespawnt. Der eine läuft irgendwie über einen Stein. So, haben wir den direkt ausgeschalten. Ist die Seite schon mal geklärt. Da aus dem Garten kommen ein paar. Da, wie schnell die unterwegs sind. Furchtbar. So, dann kümmern wir uns jetzt um die. Die sind immer als zweites drin. Haupteingang kommt irgendwie immer als letztes an. Eins. Zwei. Gelootet habe ich sie. Hallo? Willkommen in meinem Haus. Dann gehe ich jetzt hier hinten raus. Wie ich mich da oben in der Kamera sehe. Ja, hallo. Sie sind da. Da laufen schon ein paar rum. Der hat einfach die Augen zugehabt. Finde ich gut. Zack. Könnt ihr bitte aus meinem Haus rausgehen? Ich brauche noch ein bisschen. Oh mein Gott, der rennt schon wieder hier so schnell dadurch. Zack. Der hat mich gesehen. Die unten glaube ich aber noch nicht tatsächlich. Die suchen jetzt einfach nur. Ja, die sind noch chilliger unterwegs auf jeden Fall. Oh mein Gott. Ich hab's einfach nur geworfen. Au, 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 au. Hat wehgetan. Hier rennen mal. Wollen wir den Weg abschneiden? Ich hab Zeit nicht gelostet. Und hab Munition ohne Ende. Oh, der kommt sogar weg. Oh mein Gott, da war eine Tür. Wie gruselig.
schießt er mir auf einmal die Seite. Der Mitscher. Wo bin ich? Wo bin ich? Hinter dir! Oh, so, vielleicht hätte ich ihn noch nicht töten sollen. Ich brauche ja mein ganzes Zeug wieder. So, letzte Welle. Und jetzt habe ich die Waffen. Oh. Sehr schön. Richtig gut alles aufgehoben. So, gib her. Wie viel habe ich? 2. Ich kann sogar beide Waffen holen. Let's go. So. Ja, Arcanim, 60 Schuss. Oh. Und jetzt wieder 12 Schuss. Okay. Jetzt kann ich einfach zwischen den Waffen wechseln. Okay, Call of Duty aktiviert. Und ich weiß ja meine Reihenfolge jetzt auch, wie die spawnen. Bin der beste Spawn-Camper. Ich weiß gar nicht, wie gut Waffen wir gegen die sind. Das finde ich jetzt raus und dann sterbe ich einfach sofort. Let's go. So, 6 Sekunden, bis sie spawnen. Wir nehmen mal das Gebüsch. Ja, yep, die halten ein bisschen was aus. Okay, die gepanzerten Dudes, die roten, die halten richtig viel aus. Ja. Wahrscheinlich aber nur von der Waffe. Sniper ist bestimmt besser in der Hinsicht. Wie zoomt man nochmal? Ja, die ist nicht besser, die Sniper, ne. Vielleicht mit einem Headshot oder so, aber ganz ehrlich, ich würde lieber gerade einfach die abpieksen, weil die laufen halt eh wieder genau gleich wie letzte Runde. So und so. Gib mir deine Wurfsterne und deine Brechstangen und alles. So, den knocken wir einfach erstmal aus. Keine Zeit zum Stehen bleiben. Da ist schon einer im zweiten Stockwerk. Sind ganz schön flott jetzt hier diesmal. Aber nur die Roten haben dicke Panzerung. Die anderen kriegen Headshots, das ist gut. Krieg ich mein Messer wieder? Danke. So. Oh, no, you don't. Doch, oh, yes I do. Schön ihn auf der Treppe erschossen. So, wo ist mein Messer? Da ist mein Messer. Der hier chargt mir zu sehr durch. Ich habe mich gerade vor meinem Spiegelbild erschrocken. Nice. Habe ich noch was zum Werfen? Schuriken habe ich noch 3 Stück. Guys, I need some backup. Hey, Psycho. Hallo. Niemand nennt mich Psycho. Selber Psycho. Oh mein Gott, die anderen sind da 2 hingelaufen, weil ich die angesniped habe. Die sind da unten irgendwo in Timbuktu. So, yo, hier hat irgendwer auf uns gesniped. Bro, lass mal hingucken. Die sind ganz da hinten. Okay, ja, die 2 muss ich noch ausschalten. Aber ich würde echt gerne meine Sniper noch ausprobieren. Lass mal kurz das da wegwerfen. Habe ich die hier irgendwo hingelegt? Ne, ich sehe meine Sniper nicht mehr. Okay, dann schalten wir die einfach aus kurz. Tatsächlich ist der Dude... Ich glaube, die laufen wieder bis zum Anfang vom Level jetzt zurück erstmal, um ihre Route neu zu starten. Hallo du. Okay. Ja, alles gut. Hier ist noch ein Shuriken, jetzt habe ich 4. So, und er geht jetzt ins Level rein. Okay. Der letzte. AK-Battle? Ich meine, ich habe noch 40 Schuss. Würde die gerne irgendwie nutzen. Aber ich habe auch Angst, dass der mich einfach schneller erschießt, als ich ihn. Das ist mein Haus! You did it, 47. You are annihilated.
assassinated all the inhibitors. What satisfaction! Now get back to your lair. Nee, irgendwer lebt noch. Hat noch rote Waffen. Oh. Okay, jetzt sind sie grün. Ja, was eine entspannte Folge Hitman. Mein Gott. Noch nie so taktisch spielen müssen. So, wo ist mein Körperchen? Hallo? Mission verlassen. Okay. Ja, cool, mit den ganzen Optionen, so geheime Türen und sowas zu öffnen und Kästen, um an Waffen zu kommen, um Loot zu bekommen. Kann jemand mal sagen, wie viele Leute ich jetzt in der Mission umgebracht habe? Hat jemand mitgezählt? Ja, ich glaube, wir haben alles abgeschlossen. 8000 Erfahrung nochmal bekommen. Richtig geballert. 5 von 5 Sternen, 16 Minuten. Das ist einfach scheinbar die perfekte Hitman-Folge in der Hinsicht, aber ich weiß ja nicht. Irgendwie habe ich einfach nur sehr viel geballert, wie viele Level man hier bekommt. Ach, 2 Level. Herausforderungen. Meisterleistungen. Ab hier. Zorneliminierung. Alle Stufen. Auftrag starten. Erste Stufe abschließen. Stufe 2 ohne Leute. Stufe 3 ohne Leute. Stufe 1 ohne Leute in die oberste Etage. Ja, cool. Das war die letzte Eskalation. Irgendwie würde ich mir wünschen, dass noch so ein Yo, gut gemacht, 47. Sie haben alle abgeschlossen oder so, aber ja, erfolgreich. Wir haben die 7 Todsünden fertig. So, wenn wir jetzt hier unter Kampagne gucken, wir haben die Ausbildung gemacht, wir haben Hitman 1, 2, 3 komplett durchgespielt. In den Nebenmissionen haben wir die 7 Todsünden gemacht. Es gibt noch Special Assignments, was irgendwelche besonderen Aufträge sind, 4 Stück. Es gibt noch die Patient Zero Kampagne, die mir super oft schon empfohlen wurde. Die werde ich also auch noch irgendwann machen. Und ansonsten gibt es noch unter Bonus 3 Missionen. Das sind alles Level, die man natürlich kennt und so, aber nochmal wahrscheinlich angepasst und so. Also die können wir alle nochmal irgendwann spielen. Erstmal warte ich jetzt auf den neuen Modi, würde ich sagen. Der am 26. erscheint, ist ja gar nicht mehr so lang. Und dann gucken wir uns den an. Ich weiß ja nicht mal, ob der cool wird oder nicht, aber ja. Aber schau mal, was wir alles schon an Waffen und sowas freigeschaltet haben. Obwohl natürlich alles aus Hitman 2, glaube ich, weg ist. Und 1, ja, hier ist echt wenig. Dafür. Habe ich nicht irgendwie das so verknüpft, dass ich alles hier haben sollte? Ich weiß es nicht. Aber Sprengsätze habe ich echt viele mittlerweile. Irgendeine Schnecke, eine Ente. Jetzt würde ich so viele Sachen in die Luft sprengen in diesem Spiel, aber erstmal 100 Sprengsätze reinmachen. Und Anzüge haben wir halt richtig schöne Auswahl. Der Terminus-Anzug ist immer noch richtig cool. Formell haben wir ein Smoking, Mantel haben wir da 3 Stück. Mhm, schöne Anzüge, taktisch, thematisch. Die verrückten Anzüge hier hinten. Deluxe haben wir den goldenen Teufel und der weiße Schatten und dann haben wir die Todsünden. War der goldene Teufel nicht auch eine Todsünde? Ich weiß es nicht. Ja, welcher Deluxe-Anzug gefällt euch am meisten? Ich muss sagen, der rote ist richtig sick. Ich mag auch diese rote Sonnenbrille dazu. Ansonsten würde ich sagen, der goldene tatsächlich. Waren spaßig, die Todsünden. Doch, war cool, so abgeändertes Gameplay mal zu haben. Ich freue mich ehrlich gesagt jetzt dann auch, die Zielorte dann nochmal normal erkunden zu können. Und die eine Todsünde will ich ja mir eventuell nochmal hier Stufe... Ich weiß nicht, ob ich es mache. Aber eigentlich schon. Also wir haben es ja eigentlich fast gehabt schon, ne? Und wenn wir die Gebiete natürlich fertig machen, schalten wir in allen Gebieten auch noch Anzüge frei, wenn ich die Meisterschaft erhöhe. Hier Herausforderungen, Meisterschaft, da. Den kriege ich zum Beispiel in China, den Anzug. Warte, warum habe ich Meisterleistung unantastbar, Goldpistole, schließen Sie unantastbar. Warum habe ich das nicht? Die Hauptmission habe ich doch schon gemacht. So, das Einzige, was mir in dem Level fehlt... Das Spiel hat mir beigebracht, wie das Spiel funktioniert. Let's fucking go! Down, 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 down. Down, down, down. Oh, du hast bessere Kleidung. Let's go. Hab ich einen Helm. Splittergranate nehme ich mit. Hallo, Konstante. Hier. Darf ich nicht schießen oder so? Komm, leg ihn mal hin, Junge. Doch. So. Let's fucking go. Und raus mit dir.
Goodbye. So, unantastbar. Sehr schön. Warum auch immer, die auf, wird wahrscheinlich später reingepatcht, oder? Ich habe 5 Sterne, obwohl ich alle niedergeballert habe? Okay. Hält man, ballert man scheinbar. Ja, guck mal, jetzt haben wir eine Goldpistole mit Schalldämpfer, die ist cool. Ich glaube, da gab es so ein bisschen Drama drum, weil die in irgendeiner Eskalation oder sowas spielbar war und alle wollten die haben auf einmal im Spiel und deswegen wurde die, glaube ich, jetzt in die letzte Mission reingepatcht, dass man die dadurch freischaltet. Ja, eine Goldpistole ist halt nice. So, ich weiß nicht, warum es den Bonus hier noch am Ende gab, aber ich wollte die haben. Ja. Feedback gerne in die Kommentare, was ihr sonst als nächstes sehen wollt. Sonst werde ich wahrscheinlich, ja, selber irgendwas aussuchen von den ganzen Sachen, die ich gerade gezeigt habe. Und ich freue mich auf jeden Fall auf den neuen Modus, der am 26. erscheint. Ich hoffe auch, ihr hattet sehr viel Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Hitman Timmelmann.